Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Häkelanleitung. Heute werden wir zusammen diese nette, schöne Sonne häkeln. Sonne strahlt Wärme und Harmonie aus, die wir immer gut gebrauchen können. Und was gibt es Schöneres, damit ein Kinderzimmer zu dekorieren oder sie in unser Auto aufzuhängen? Auch als Schlüsselanhänger kann sie natürlich verwendet werden. Schauen wir jetzt, was wir dazu brauchen. Ein gelbes Garn, dann eine zweite Farbe für die Sonnenstrahlen. Ich werde heute dieses Violett verwenden. Die dazu passende Häkelnadel, in meinem Fall ist es die Häkelnadel der Stärke Nummer 3. Dann brauchen wir eine Schere, eine Wollnadel, etwas Füllwatte, ein Stück roten Faden, den wir für den Mund verwenden werden. Und dann brauchen wir noch für die Augen, ich nehme heute in meinem Fall diese Sicherheitsaugen. Ihr könnt natürlich Perlen, Knöpfe oder auch die Augen mit Nadel und Faden ansticken. Ein Stück andersfarbigen Faden, den wir als Maschenmarkierer verwenden werden. Wir nehmen uns jetzt unsere gelbe Farbe zur Hand, machen als erstes einen magischen Ring. Eine Luftmasche, um den Ring zu befestigen. Und im Inneren unseres Kreises werden wir jetzt 6 feste Maschen machen. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Dann ziehen wir am Anfangsfaden fest, sodass sich unser Kreis schließt. In der zweiten Runde beginnen wir jetzt. Wir legen erstes unseren Maschenmarkierer, der uns immer angibt, wenn wir eine neue Runde beginnen. Den Anfangsfaden können wir überhäkeln. In dieser Runde werden wir in jeder Masche der Vorrunde eine Zunahme machen. Zunahme heißt, dass wir 2 Maschen in dieselbe Masche machen. Also wir stechen in die erste Masche hinein und machen hier eine feste Masche und in dieselbe Masche eine zweite feste Masche. In die Masche danach wiederholen wir eine feste Masche und eine zweite feste Masche. In die nächste Masche, auch hier kommen 2 feste Maschen. Wir machen jetzt 2 feste Maschen in jede Masche der Vorrunde, bis wir am Ende der Runde angekommen sind, wo wir 12 feste Maschen haben werden. Am Ende angekommen, versetzen wir unseren Maschenmarkierer, beginnen mit der nächsten Runde und in dieser Runde werden wir eine einzelne feste Masche machen und in die Masche danach eine Zunahme, eine einzelne feste Masche und eine Zunahme und das die ganze Runde lang. Also wir gehen in die erste feste Masche, machen eine feste Masche, in die zweite kommt die Zunahme, 2 feste Maschen, in dieselbe Masche, dann wieder eine einzelne feste Masche, in die Masche danach die Zunahme, 2 feste Maschen in dieselbe Masche. Wir machen jetzt eine feste Masche, eine Zunahme, eine feste Masche, eine Zunahme, die ganze Runde entlang. Am Ende werden wir 18 feste Maschen haben. Am Ende angekommen, versetzen wir wieder den Maschenmarkierer und in dieser Runde werden wir 2 feste Maschen machen und in die dritte kommt dann die Zunahme. Also in die erste feste Masche eine Masche, in die zweite eine Masche und in die dritte kommt die Zunahme. 2 Maschen in dieselbe Masche. Dann wieder eine feste Masche, eine nächste feste Masche und in die dritte kommen
zwei feste Maschen. Wir machen jetzt zwei feste Maschen, eine Zunahme, zwei feste Maschen, eine Zunahme, die ganze Runde entlang, bis wir am Ende 24 feste Maschen haben. Am Ende angekommen, versetzen wir wieder den Markierer und in dieser Runde werden wir drei feste Maschen machen und in der vierten die Zunahme. 1, 2, 3 feste Maschen und in der vierten die Zunahme. 2 feste Maschen, dann wieder 1, 2, 3 feste Maschen und in die vierte kommt die Zunahme. Wir machen jetzt 3 feste Maschen, eine Zunahme, 3 feste Maschen, eine Zunahme. Am Ende werden wir 30 feste Maschen haben. Am Ende angekommen, beginnen wir die nächste Runde. Und hier machen wir 4 feste Maschen und in der fünften kommt dann die Zunahme. 1, 2, 3, 4 und in der fünften die Zunahme. 2 feste Maschen in dieselbe Masche. Wir machen jetzt 4 feste Maschen, eine Zunahme, 4 feste Maschen, eine Zunahme. Das die ganze Runde und am Ende werden wir 36 feste Maschen haben. Wenn wir diese Runde beendet haben, versetzen wir wieder den Maschenmarkierer und in der nächsten Runde werden wir 5 feste Maschen machen und in die sechste kommt dann die Zunahme. 1, 2, 3, 4, 5 und in die sechste Masche die 2 festen Maschen. Wir machen diese Runde jetzt mit 5 festen Maschen, eine Zunahme, 5 feste Maschen, eine Zunahme. Am Ende werden wir 42 feste Maschen haben. Am Ende angekommen, beginnen wir die nächste Runde und hier machen wir 6 feste Maschen und in die siebte kommt dann die Zunahme. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und in die siebte die Zunahme. 2 feste Maschen in dieselbe Masche. Wir machen jetzt 6 feste Maschen, eine Zunahme, 6 feste Maschen, eine Zunahme, bis wir am Ende angekommen sind, wo wir 48 feste Maschen haben. Am Ende angekommen, versetzen wir den Markierer. Wir haben jetzt mit den Zunahmen fertig, machen jetzt noch eine letzte Runde und hier werden wir die Maschen arbeiten, wie sie sich präsentieren. Das heißt, wir machen eine feste Masche in jede Masche der Vorrunde. Insgesamt 48 feste Maschen und sehen uns dann am Ende der Runde wieder. Wenn wir unsere letzte feste Masche gemacht haben, können wir den Maschenmarkierer entfernen. Wir lockern unsere Masche, schneiden den Faden jetzt ab, ziehen den Faden heraus, holen uns jetzt unsere Nähnadel zur Hand und werden diese Runde etwas anders abschließen. Damit wir einen schönen Rand haben. Also wir suchen uns jetzt nicht die erste feste Masche, sondern wir gehen in die zweite feste Masche mit der Nadel durch beide Maschenglieder hinein, ziehen Nadel und Faden durch. Dann suchen wir uns die letzte feste Masche, die wir gearbeitet haben, gehen aber hier nur ins hintere Maschenglied, ziehen Nadel und Faden durch, dann ziehen wir etwas fest und so haben wir einen schönen Abschluss gemacht. Diesen Faden werden wir hier auf der Rückseite vernähen. Und können ihn dann abschneiden.
Und so haben wir eine Hälfte unserer Sonne gemacht. Von diesen Kreisen brauchen wir natürlich zwei Stück. Wir werden jetzt das zweite Stück machen und dann sehen wir uns wieder. Und wenn wir unsere beiden Teile beendet haben, werden wir uns jetzt um Augen und Mund kümmern. Dazu hole ich mir meine Sicherheitsaugen, werde hier von der Mitte aus 1, 2, 3 Reihen zählen, das erste Auge befestigen, auf der gegenüberliegenden Seite werde ich mein zweites Auge befestigen, dann holen wir uns unsere Nähnadel und unseren roten Faden, werden den Mund aufsticken. Dazu gehen wir hier mit der Nadel hinein, ziehen uns den Faden durch, gehen auf der gegenüberliegenden Seite hinein, ziehen den Faden nicht zu fest, damit wir unserer Sonne ein nettes Lächeln aufsetzen. Dann gehen wir hier mit der Nadel ungefähr in der Mitte unseres Mundes, ziehen wir den Faden durch und unten gehen wir wieder hinein, sodass wir den Mund befestigen. Und dann werden wir hier noch einmal hineinstechen. Und so hat unsere Sonne ein schönes Lächeln. Hinten werden wir diese beiden Fäden jetzt verknoten. Und dann können wir diese beiden Fäden abschneiden. Und haben somit auch das Gesicht beendet. Jetzt werden wir noch die beiden Seiten zusammennähen. Dafür werden wir die beiden Seiten aneinanderlegen. Die rechte Seite schaut nach uns. Wir holen uns jetzt unsere Häkelnadel und unsere zweite Farbe, die wir ausgesucht haben. In meinem Fall ist es eine Violett. Und werden die beiden Teile zusammennähen. Dafür werden wir immer ins hintere Maschenglied des vorderen Teiles gehen und im inneren Maschenglied des gegenüberliegenden Teiles. Also ich gehe in das hintere Maschenglied, in das innere Maschenglied gegenüber, hole mir als erst den Faden durch und mache eine Luftmasche. Faden auf die Nadel, wir gehen jetzt in die nächste freie Masche, immer nur ins hintere Maschenglied und ins innere Maschenglied gegenüber und machen ein halbes Stäbchen. Faden auf die Nadel, in dieselbe Masche machen wir ein Stäbchen. Dann holen wir zweimal den Faden auf die Nadel, gehen in die nächste Masche, ins hintere Maschenglied und ins innere Maschenglied gegenüber und machen ein doppeltes Stäbchen, zwei Luftmaschen und ein zweites doppeltes Stäbchen in dieselbe Masche. Und dann gehen wir wieder zurück in die nächste freie Masche, machen wir erst ein Stäbchen und in dieselbe Masche ein halbes Stäbchen. Dann gehen wir in die nächste freie Masche und hier machen wir eine feste Masche.
Und so haben wir den ersten Sonnenstrahl gemacht. Faden auf die Nadel. Jetzt beginnen wir wieder von vorne in die nächste Masche. Machen wir erster ein halbes Stäbchen. In die gleiche Masche ein Stäbchen. In die nächste freie Masche ein doppeltes Stäbchen. Zwei Luftmaschen, ein zweites doppeltes Stäbchen, immer in dieselbe Masche. Und dann gehen wir wieder zurück in die nächste Masche. Kommt erst ein Stäbchen, in dieselbe Masche ein halbes Stäbchen und in die nächste freie Masche eine feste Masche. Das machen wir jetzt, bis wir ungefähr 3/4 des Kreises geschlossen haben, weil wir dann ja unsere Sonne mit Füllwatte ausstopfen werden. Wir machen das jetzt bis ungefähr ein Stück nach der Hälfte und dann sehen wir uns wieder. So, und wenn wir hier ein Stück nach der Hälfte angekommen sind, lockern wir kurz den Faden. Holen uns jetzt unsere Füllwatte und werden unsere Sonne damit ein wenig befüllen. Ich würde sagen, nicht zu viel. Und wenn die Sonne dann genug ausgestopft ist, werden wir wieder mit der Arbeit weitergehen und zunähen und dann sehen wir uns am Ende. Wenn wir am Ende angekommen sind, machen wir unsere letzte Luftmasche in die Masche, wo wir die Luftmasche gemacht haben. Hier machen wir unsere letzte feste Masche. Natürlich kann man die Sonne so lassen. Wer jetzt möchte einen Anhänger für die Sonne machen, der wird hier jetzt in die erste Masche einstechen, in die erste feste Masche und eine Kettmasche machen, eine Luftmasche, die Masche lockern, abschneiden, den Faden durchziehen. Somit ist unsere Sonne beendet. Wie gesagt, wer jetzt möchte einen Anhänger machen, damit man die Sonne schön aufhängen kann, wird hier mit der Häkelnadel in diesen Zwischenraum einstechen, den Faden sich durchholen, einen Knoten machen. Wir stechen wieder ein und machen hier 10 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dann gehen wir wieder in den Zwischenraum hinein und machen eine Kettmasche. Hoppla. Eine Zusatzluftmasche. Wir lockern den Faden, schneiden diesen ab. Ziehen ihn durch. Jetzt werden wir diese Fäden noch mit unserer Wollnadel vernähen. Indem wir hier in einigen Maschen mit der Nadel den Faden durchziehen. Dann können wir den Faden abschneiden. Das werden wir natürlich auch mit den anderen Fäden machen. Hier werde ich einen Knoten machen mit dem Anfangsfaden und dem Endfaden. Diese beiden Fäden natürlich auch vernähen.
indem ich sie durch den Körper und zur Sonne ziehe. Das gleiche werden wir mit den anderen Faden machen. Und wenn all unsere Fäden vernäht sind, ist unsere Sonne auch schon fertig. Ich finde sie sehr schön. Man kann sie in sehr vielen verschiedenen Farben machen. Ich hoffe, die Anleitung hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, freue ich mich über einen Daumen hoch. Abonniert meinen Kanal und wir sehen uns das nächste Mal wieder.